Für den FCA findet das vorletzte Auswärtsspiel vor der Winterpause in Hamburg statt. Der HSV befindet sich gerade im Aufwind, hat zuletzt Darmstadt 2:0 geschlagen und davor gegen Bremen und Hoffenheim je ein 2:2 Unentschieden geschafft. Folglich muss der FCA auch gegen den HSV wieder alles geben, um dort zu bestehen. Ja, mit der Zielstellung Minimum einen Punkt zu holen, nach Möglichkeit 3, um Minimum den Abstand zu den Hamburgern zu wahren, wenn nicht sogar auszubauen. Das wollen wir da mit aller Macht angehen und wollen unseren Trend, unseren positiven Trend der letzten Wochen auch weiter fortsetzen. Also ich denke mal, dass wir das Gefühl zu verlieren schon lange nicht mehr hatten, Gott sei Dank. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Es wird ein aufregendes Spiel. Ein schwieriges Spiel auf jeden Fall, weil die von da unten auf jeden Fall wegkommen wollen mit Biegen und Brechen. Aber wir wollen sie auf Distanz halten und den Abstand zwischen ihnen und uns einfach nicht kleiner werden lassen. Sowohl Jeffrey Juveleo als auch Zhao Zhao Ko trainieren wieder mit der Mannschaft. Doch wer nun alles mit nach Hamburg fliegt und damit im Kader ist, will der Trainer nach dem letzten Training entscheiden. Dirk Schusters Wünsche vor der Weihnachtspause? Ganz klar, dass sich keiner mehr verletzt und dass die Verletzten so schnell wie möglich zurückkommen, um dann auch nach der Winterpause wieder voll konkurrenzfähig zu sein, angreifen zu können, die Punkte zu holen, die wir noch brauchen für unsere Ziele, ja, sage ich mal. Und ja, das sind so die größten Wünsche, die man momentan hat. Punktemäßig macht sich dann nur bemerkbar, auch für die Mannschaft, wenn dann wieder Trainingsstart ist. Der FCA will also in Hamburg punkten. Die Mannschaft ist trotz Verletzungspech in guter Verfassung, vor allem aber stimmt die Moral. Fußballerisch, glaube ich, müssen wir uns dann nicht verstecken vor denen. Wir haben viel Qualität im Kader und auch wenn jetzt ein paar verletzt sind. Aber da gilt es halt, die nachkommen, sich zu beweisen. Jetzt heißt es Daumen drücken für den FC Augsburg.